Er war ein Held, der im Monat Ramadan gestorben ist. Er war einer der größten Herrscher in der islamischen Umma. Wenn man euch fragt, wer war der mächtigste König Europas, wäret ihr überrascht zu erfahren, dass es ein Muslim war. Der mächtigste König Europas war ein Muslim. Und als Spanien das begriffen hat, feierte es das 1000-jährige Jubiläum zum Tod von Abdurrahman al-Nasr al-Din Allah. Er war der Kalif der Umayyaden-Dynastie in Al-Andalus, der das Kalifat in Al-Andalus im Jahre 316 nach der Hijra verkündete. Abdurrahman herrschte in Andalusien 50 Jahre lang, vom Jahr 300 bis 350 nach der Hijra. Als er an die Macht kam, war er erst 22 Jahre alt. Das ist unser Held. Er war ein großartiger Herrscher, ein großartiger Kalif. Abdurrahman verkündete das Kalifat im Jahre 316. Ihr fragt euch vielleicht, was kann ein 22-Jähriger schon tun? Er tat eine ganze Menge und er ist ein großartiges Beispiel eines islamischen Helden. Als er an die Macht kam, regierte er nur in Córdoba, der Hauptstadt Andalusiens. Alle anderen Regionen waren zerstritten. In allen restlichen Regionen bekriegten sich die Menschen. Muslime kämpften gegen Muslime und die Kreuzritter töteten Muslime. Abdurrahman aber gab nicht auf. Er vereinte ganz Andalusien und dann bekämpfte er die Kreuzritter und schaffte es, viele muslimische Länder zu befreien. Als Abdurrahman starb, hinterließ er eine großartige Zivilisation und ist heute noch ein Vorbild für uns. Denn er und seine Art zu herrschen ist ein Beispiel für uns, um zu sehen, wie man es schaffen kann, die Muslime zu vereinen und eine Einheit anzustreben. Das war Abdurrahman al-Nasr al-Din Allah. Er war ein Held der Muslime. Abdurrahman wurde von seinem Großvater großgezogen. Sein Vater verstarb in jungem Alter. Also wuchs er bei seinem Großvater auf, der ihn lehrte, ein Held zu werden. Sein Großvater lehrte ihn, ein richtiger Mann zu werden und ein Held der Umma. Wir können vieles in unserer Zeit beklagen. Unsere Umstände sind schlimm. Wir haben mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Aber die Zeiten in Andalusien waren viel, viel härter. Sie mussten gegen die Kreuzritter ankämpfen. Sie waren von drei christlichen Königreichen umzingelt. Währenddessen bekämpften sich die Muslime gegenseitig. Heutzutage können wir uns über vieles beschweren. Aber wir brauchen solche Helden. Helden, die uns die richtigen Antworten liefern. Helden, die uns Lösungen bieten, anstatt zu nörgeln. Das ist eine Chance für uns. Das schöne Beispiel von Abdurrahman al-Nasr al-Din Allah zeigt, dass er als König gleichzeitig sehr demütig war. Er war aufrichtig, er war der Herrscher und gleichzeitig war er gerecht. Es ist sehr schwierig, diese zwei Elemente zu verbinden. Das Element der Macht und das Element der Rechtschaffenheit. Das Element von gewaltigem Reichtum und das Element des Gehorsams Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Diese Komponente fehlt in unserer Zeit. Wir benötigen jemanden, der sich für die Dunya einsetzt, aber das Jenseits stets im Auge behält. So wie das Beispiel von Abdurrahman al-Nasr al-Din Allah. Und wenn er manchmal spürte, dass er die Grenze überschritten hat, machte er sofort eine Kehrtwende. Er hatte einen der größten Islamgelehrten seiner Zeit, Al-Munzir bin Sa'id, der Abdurrahman zur Seite stand und ihm ins Gewissen redete. Solche Herrscher brauchen wir in unserer Zeit. Es stimmt, wir haben viele aufrichtige Menschen heutzutage und wir haben viele Politiker, viele geschäftssüchtige Personen. Aber wer ist in der Lage, all dies zu vereinen? Solch eine Person benötigen wir heute. Das sind die Helden, nach denen wir uns sehnen. Wenn Abdurrahman es schaffen konnte, kannst auch du es schaffen. Und inshallah wirst auch du es tun.